das Wort. Bitte. Ja, hallo, ich begrüße euch zu meinem Vortrag Geocoding mit OpenStreetMap. Mein Name ist Marcel Radischat. Kurz etwas über dieses Thema. Ich habe mich mit Geocoding und OpenStreetMap während meiner Bachelorarbeit auseinandergefasst und wurde dabei betreut von der Firma Omniscale aus Oldenburg und der Jade Hochschule. Zum Inhalt dieses Vortrages, ich werde kurz erklären, was Geocoding eigentlich ist, dann die Problematik mit OpenStreetMap erklären, warum es nicht ganz trivial ist, Lösungsansätze präsentieren, dann zwei Geocoder kurz vorstellen und noch ein abschließendes Fazit. Zunächst, was ist Geocoding? Geocoding beschreibt ganz grob die Umwandlung einer Adresse in eine Koordinate mithilfe eines Referenzdatensatzes, zum Beispiel einer Datenbank. Und dabei wird eine Adresse in verschiedene Kategorien zerteilt, zum Beispiel in Straßenname, Ortsname, Hausnummer. Und anhand dieser Kategorien kann man dann in der Datenbank nach dem Referenzdatensatz suchen und so eine Adresse generieren, eine Koordinate generieren. Das Gegensatz zum Geocoding ist das Reverse Geocoding, wo dann halt eine Koordinate in eine Adresse umgewandelt wird. Anwendungsbeispiele für Geocoding sind zum Beispiel Routing-Dienste wie zum Beispiel Open Route Service. Da kann man für die Start- und Endpunkte einer Strecke Adressen eingeben und diese werden dann umgewandelt in Koordinaten und können dann für die Routing-Systeme verwendet werden. Oder aber man benutzt die Geocoding, um Adressen auf Karten darzustellen oder für sonstige weiterführende räumliche Analysen für das Geomarketing beispielsweise. Nun zur Problematik mit den OpenStreetMap-Daten. Zunächst kurz nochmal das Datenmodell von OpenStreetMap abstrakt dargestellt. Es gibt also Nodes, die Punkte darstellen, Rays für Linien und Flächen, also für geschlossene Linienzüge, Relations für komplexere Objekte, wie zum Beispiel Polygone mit Löchern und Tags, die halt die Eigenschaften der Objekte beschreiben. Und durch die Tags ist es halt möglich, diese Objekte in verschiedene Kategorien einzuteilen. Und das sind die sogenannten Map-Features von OpenStreetMap. Das größte Problem dabei ist die Topologie der Objekte. Das heißt, es gibt nur eine Verknüpfung der Objekte auf horizontaler Ebene und nicht auf vertikaler Ebene. Also wie in dem linken Bild dargestellt, es gibt zum Beispiel zwei Rays, die sind halt über einen Punkt miteinander verbunden. So können halt Netze gebildet werden aus diesen verschiedenen Rays. Aber es gibt halt keine Information darüber, wo sich jetzt ein bestimmter Ray befindet. Also in dem rechten Bild beispielsweise habe ich ja einen Punkt dargestellt, das einen Ort repräsentieren und daneben eine Straße. Und man kann da nicht genau sagen, ob diese Straße jetzt auch zu dem Ort gehört, weil die halt keine Verbindung auf vertikaler Ebene haben. Um das nochmal etwas besser darzustellen, hier eine Karte von OpenStreetMap quasi. Da könnte man jetzt beispielsweise die Bundesstraßen nachzeichnen und Städte. Und das müsste man sich jetzt so vorstellen, dass das Endergebnis quasi diese Karte ist. Aber diese Karte halt aus verschiedenen Layern besteht, zum Beispiel die Straßenebene, dann darüber liegen halt die Punkte und über diese verschiedenen Layer gibt es halt keine Verbindung. Und so kann man halt nicht genau sagen, wozu ein Objekt jetzt gehört. Also ob jetzt die Straße zu dem einen Ort gehört oder zu dem anderen Objekt. Weitere Probleme von OpenStreetMap sind beispielsweise, dass das Tagging frei von Einschränkungen ist. Also ich kann beispielsweise unterschiedliche Schreibweisen für eine und die gleiche Stadt haben. Zum Beispiel eine Stadt, die halt mit Place City getaggt ist, kann den Namen Oldenburg haben, aber ein anderer Nutzer könnte den gleichen Tag verwenden, aber diese Stadt dann halt Oldenburg in Klammern ULDB, Niedersachsen nennen. Und das müsste man halt bei der Geocodierung berücksichtigen, dass es halt auch unterschiedliche Schreibweisen gibt. Andere Probleme sind beispielsweise unvollständige Tags. Adressen werden meistens als Punkte oder Polygone aufgenommen und eine Richtlinie für das Erfassen von Tags ist das Karlsruher Schema. Und wenn beispielsweise nur für einen Punkt Address Street, Hauptstraße 2 und Address House Number 2 halt gegeben ist, dann ist nicht ganz klar, zu welchem Ort diese Node gehört. Zudem ist die Detaildichte sehr unterschiedlich in OpenStreetMap. Das heißt, es gibt Regionen, wo halt sehr viele Objekte erfasst sind. Es gibt Gebäude, es gibt Adressen, es gibt sehr viele POIs oder es gibt auch andere Regionen, zum Beispiel in Deutschland, wo halt
die Straßen auf jeden Fall erfasst sind, aber halt nur rudimentär irgendwelche Gebäude oder auch Straßenadressen und ja. Und das müsste man halt auch bei der Geokodierung berücksichtigen, dass man nicht überall Informationen findet. Ein Lösungsansatz, den ich jetzt hierfür präsentieren möchte, ist die Grundlage erstmal, dass ich die OpenStreetMap-Daten in eine Datenbank importiere, um halt eine schnelle Suche in den Daten zu gewährleisten. Als Eingangsbeispiel erstmal die Suche nach Adressen, wie eben schon erwähnt, Adressen sind halt nach dem Karlsruher Schema erfasst. Es gibt zum Beispiel für Hausnummern den Techie Address House Number, für die Straßennamen Address Street und so weiter und so fort. Wenn man jetzt in der Datenbank zum Beispiel nach den Key-Value-Pairen Address Street Oldenburg, Address City Oldenburg, Address Street Hauptstraße und Address House Number 6 sucht, diese in einer SQL-Anfrage formuliert, an die Datenbank schickt, bekommt man im Idealfall dann halt einen Datensatz wieder, der halt die Koordinate für diese gesuchten Parameter gespeichert hat und so halt eine Adressgeokodierung durchführen könnte. Aber Adressen sind halt, wie schon erwähnt, nicht flächendeckend erfasst. Und dann müsste man andere Möglichkeiten haben, um trotzdem noch eine Geokodierung durchzuführen, wenn man beispielsweise die Hausnummer weglässt. Ein Lösungsansatz dafür ist, dass man Objekte sucht, die halt bedeutungsähnliche Tags verwenden. Zum Beispiel ist der Key Address Street auch durch das Map-Feature Highway quasi abgedeckt, was halt für Straßen generell erfasst wird, also für die Straßenerfassung. Oder Address City für Place, womit halt Orte erfasst werden. Das können wir halt noch weiterführen mit Postcode und County beispielsweise. Und allerdings besitzen diese Map-Features untereinander auch wieder keine Verbindung zueinander. Also wenn ich jetzt einen Highway habe und einen Place, dann wissen diese ja nicht, ob die jetzt zueinander gehören oder nicht. Darauf aufbauend jetzt quasi eine alternative Suche, indem man die Objekte miteinander verknüpft durch räumliche Operationen, um so halt die Topologie herzustellen. Dies kann beispielsweise durch Verschneidung geschehen, durch Distanzmessung oder durch Vereinigung verschiedener Geometrien und Objekte. Und das wird jetzt nochmal ein Beispiel von Orten und Straßen geschehen. Also ich suche nach Orten und Straßen. Ich suche nach dem Ort Oldenburg und der Hauptstraße und bekomme dann halt kein eindeutiges Ergebnis. Also das liegt daran, also ich habe hier einen Testdatensatz von Niedersachsen, den habe ich während meiner Bachelorarbeit verwendet. Und da in diesem Gewusst ist halt irgendwo ein Punkt Oldenburg zu finden und die ganzen roten Punkte sind halt alle Hauptstraßen, die halt während dieser SQL-Anfrage gefunden wurden und es wird halt ein kartesisches Produkt erstellt, in dem halt alle Ergebnisse der einen Suche mit allen Ergebnissen der anderen Suche verknüpft werden. Und so kann ich halt nicht genau sagen, welches das richtige Ergebnis ist. Eine erste Lösung dafür wäre, dass man die Ergebnismenge halt durch räumliche Operationen und Abfragen verkleinert. Ich könnte beispielsweise die gleichen Parameter suchen, also Oldenburg und Hauptstraße, gehe diesmal aber anders vor, indem ich Oldenburg, also erstmal alle Straßen suche, die Hauptstraße heißen und danach Adressen suche, Adressobjekte suche, die den Address City Tag mit Oldenburg haben und den Address Street Tag mit der Hauptstraße haben. Da bekomme ich halt diese Ergebnisse wieder, die man hier sieht. Nun ist es mir möglich, eine Pufferzone quasi um die Straßengeometrien zu legen und dies mit allen gefundenen Adressen zu verschneiden. Und so habe ich halt eine eindeutige Lösung für die Straße. Da weiß ich ganz genau, diese Straße gehört jetzt zu dem Ort Oldenburg. Aber hier habe ich auch wieder das Problem, Adressdaten müssen halt vorhanden sein. Wenn ich keine Adressdaten habe, dann könnte ich zum Beispiel andere Objekte verwenden, zum Beispiel Verwaltungsgrenzen, Landkreise in dem Fall, die halt auch durch das Boundary Tag abgedeckt sind. Und wenn ich zum Beispiel nach dem Ort Lindern suche und der Bahnhofstraße, bekomme ich leider auch mehrere Ergebnisse, da die sich alle in dem gleichen Landkreis befinden. Also ich habe zwar einen Ort Lindern in dem Landkreis, aber trotzdem mehrere Bahnhofstraßen. Hier greift wieder das kartesische Produkt.
Lösen könnte ich das, indem ich die Verwaltungsgrenzen etwas kleiner wähle. Das heißt, ich gehe von der Landkreisebene in die Gemeindeebene oder Stadtebene und suche dann quasi nach dem Ort und der Straße in einem kleineren Landkreis. Allerdings ist jetzt halt noch nicht genau geklärt, ob jetzt diese Straße auch wirklich zu dem Ort Lindern gehört. Dadurch wäre dann jetzt der letzte Schritt quasi, indem ich noch eine Distanzmessung hinzufüge. Also ich nehme alle Orte, die in diesem Landkreis vorhanden sind oder in diesem Gemeindekreis vorhanden sind und messe die Distanz zu der gefundenen Straße und wähle dann den Ort aus, der die geringste Distanz zu dieser Straße hat. Das ist dann wahrscheinlich der Ort, zu dem auch diese Straße gehört. Zum Status Quo, da möchte ich jetzt gerne zwei Geocoder vorstellen, zwei Open-Source-Geocoder. Zunächst einmal Numinatim. Numinatim ist halt ein Open-Source-Geocoder, der seit 2010 offiziell bei der Suche für OpenStreetMap eingesetzt wird, auch auf der Webseite eingesetzt wird. Und mit Numinatim ist es aber auch möglich, eine Geocodierung für eigene OpenStreetMap-Daten und Karten durchzuführen. Also ich habe meinen eigenen Server, meine eigenen OpenStreetMap-Daten und könnte dann Numinatim herunterladen, installieren und damit eine eigene Suche für meine Daten ermöglichen. Numinatim kann halt nach Adressen suchen, Orten suchen, POIs, hat sehr viele Suchoptionen quasi. Zudem ermöglicht Numinatim auch eine Rückwärtssuche, also von Koordinaten zu Adressen. Jedoch benötigt Numinatim sehr viel Zeit für den Import und die Importierung der Daten, die Indizierung der Daten und zudem viele Ressourcen. Also laut dem Wiki von Numinatim, was auf OpenStreetMap steht, braucht ein sehr rechenstarker Server mit etwa 32 GB RAM. Hat ja jeder zu Hause. Für den ganzen Planeten etwa 20 Stunden nur für den Import durch OSM to PGSQL und dann noch etwa über 10 Tage für die Indizierung der Objekte. Also das hat nämlich damit zu tun, dass für jedes Objekt berechnet wird, wo es sich befindet. Dabei wird von den Planeten erstmal ins Detail gegangen und jedem Objekt ein bestimmter Suchrang gegeben und dann am Ende halt nochmal für jedes Objekt berechnet, wo sich das jetzt wirklich befindet. Zudem ist Numinatim halt auch nur schwer anpassbar, auch wenn es halt ein Open-Source-Projekt ist. Aber es besteht halt aus sehr vielen Zeilen SQL-Code, der halt für diese Indizierung verantwortlich ist. Ein anderes Projekt, was ich Ihnen jetzt hier vorstellen möchte, ist der Impossum Geocoder. Das ist halt auch ein Open-Source-Geocoder, der auf dem Import-Tool Impossum basiert. Impossum ist halt ein OSM-Importer für PostgreSQL und PostGIS-Datenbanken und Impossum wird veröffentlicht und verwaltet von Omniscale. Der Impossum Geocoder ist während meiner Bachelorarbeit entstanden und wird von Omniscale weiter verwaltet. Und der Impossum Geocoder ist halt als Bibliothek entwickelt, sodass Sie ihn auch in andere Anwendungen quasi einbinden können. Der Impossum Geocoder kann halt nach Adressen suchen, Orten, Straßen, Postleitzahlen und Ländern oder halt eine Kombination aus diesen. Das basiert halt auf dem Karlsruher Schema größtenteils. Zudem kann Impossum Straßensegmente zusammenfassen. In dem linken Bild sieht man die Suche von Numinatim oder die Ergebnisse. Da habe ich nach der Nadoster Straße in Oldenburg gesucht und bekomme halt hier drei Ergebnisse zurück, weil die Straße halt in drei Segmenten aufgenommen wurde. Der Impossum Geocoder, hier habe ich die Bibliothek beispielhaft in eine Webanwendung eingebunden, mit der gleichen Suche bekomme ich halt nur ein Ergebnis, weil ich halt die Straßensegmente zusammenfasse. Zudem kann ich mit dem Impossum Geocoder auch eine unscharfe Suche durchführen. Das heißt, hier habe ich ein Beispiel, ich habe nach der Menzlager Straße in Schelmkappe gesucht, bekomme bei Numinatim keine Ergebnisse zurück. Bei der gleichen Suche mit dem Impossum Geocoder bekomme ich allerdings Ergebnisse. Das liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt der Ort Schelmkappe in den OpenStreetMap-Daten falsch getaggt war und Schelmenkappe hieß und somit nicht durch Numinatim gefunden werden kann, weil Numinatim nur eine scharfe Suche durchführt.
Ja, zudem habe ich halt einen schnellen Import und eine schnelle Datenaufbereitung. Also mit Datenaufbereitung ist vor allem diese Straßenzusammenfassung der Segmente gemeint. Und halt am Beispiel Niedersachsen auf einem virtuellen Rechner für meine Bachelorarbeit habe ich mit Impossum halt die Daten importiert und mit meinem Geocoder dann noch die Aufbereitung gemacht. Das hat in etwa 20 Minuten gedauert. Im Vergleich zu Nominatim dann auf dem gleichen Rechner hat es dann etwa 87 Minuten gedauert. Das gleiche, oder für Deutschland habe ich das dann auch nochmal getestet, allerdings auf einem Server mit 8 GB RAM und habe dann halt mit dem Impossum Import-Tool und dem Geocoder in etwa 4 Stunden 22 Minuten gebraucht für ganz Deutschland. Für Nominatim allerdings auf halt einem 8 GB Rechner. Ja, der Import hat allein 9 Stunden gedauert von OSM to PGOSQL und die Indizierung hätte in etwa 4 Tage gedauert. Das wurde dann nach 2 Tagen abgebrochen. Ja. Ja, noch einen kurzen Ausblick für den Impossum Geocoder. Denkbar wäre es, noch weitere Suchverfahren quasi zu implementieren, die zum Beispiel auch die Suche nach POIs mit integriert oder eine Rückwärtssuche von Koordinaten zu Adressen. Außerdem wäre das Caching von Ergebnissen denkbar, indem ich halt so die Suche beschleunige oder auch interpolierte Adressen mit in mein Suchverfahren einbinde. Also in OpenStreetMap gibt es zum Beispiel Adressen, wo nur der Anfangs- und Endpunkt einer Straße erfasst ist und dazwischen hat eine Linie und die Adressen dazwischen werden halt interpoliert und das wird momentan auch nicht durch diesen Geocoder abgedeckt. Ja, damit komme ich auch schon fast zum Ende. Ja, es gibt halt diverse Suchverfahren. Nominatim geht halt einen anderen Ansatz als der Impossum Geocoder. Generell müssen halt räumliche Operationen verwendet werden, um eine gute Suche zu ermöglichen. Aber speziell für kleinräumige Daten und auch für eigene Karten ist halt Nominatim sehr, sehr langsam und da bietet es sich an, eine andere Alternative zu nutzen, zum Beispiel den Impossum Geocoder. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Marcel, für den sehr interessanten Vortrag. Haben wir Fragen? Auf welche Sprache ist der Geocoder geschrieben und wie gut ist die Dokumentation zurzeit? Der Geocoder ist in Python geschrieben und ja, es gibt halt schon diese es gibt halt eine Projektwebseite, wo schon ein Tutorial steht, wie das alles installiert wird und sowas. Der Quellcode an sich ist halt nicht sonderlich stark dokumentiert, aber mit Hilfe der Dokumentation, die im Netz steht, ist es auf jeden Fall möglich, den Geocoder selbst zu installieren. Also es ist ein Tutorial dabei, der erklärt halt die wichtigsten Sachen und ja. Weitere Fragen? Keine? Achso, ja, so ist eine Frage. Du hast vorhin von einem virtuellen Rechner gesprochen. Worauf lief denn der und oder auf welcher Maschine lief der? Also ich habe für mein virtueller Rechner war halt in Linux, war ein Ubuntu. Nein, lief es auf deinem Rechner oder lief es auf einem anderen? Auf meinem Laptop, irgendwie habe ich dann halt eine virtuelle Maschine installiert und der hat 2 GB RAM gegeben und einen Kern und sowas. Und ja. Mich würde interessieren, normalerweise ist es ja so, wenn man Geschwindigkeitsvorteil hat, muss da irgendwo ein Trade-off sein. Braucht ihr wesentlich mehr Plattenplatz oder sowas? Meine Datenbank ist auch generell viel kleiner als die von Nominatim, die dann generiert wird. Zudem kann ich mit meiner Datenbank, die kann ich auch fürs Rendern benutzen. Also Nominatim erstellt ja eine extra Datenbank, wo dann die ganzen Sucheinträge dann sind und halt ein Suchname und was weiß ich nicht alles. Und da mein Geocode halt auf Impossum basiert, kann ich mein Mapping verwenden, um auch meine Tabellen gleich zum Rendern benutzen. Und somit spare ich halt somit habe ich halt Speicherplatz eingespart und ja. Was Nominatim halt so ein bisschen besser kann, ist halt, dass
die Anfragen halt schneller beantwortet werden, weil die ganzen Daten vorher prozessiert werden. Bei mir passiert das halt in der Laufzeit. Also ich tippe was ein, stelle eine Anfrage, die ganzen Berechnungen werden halt gemacht, also Verschneidungen und sowas wird dann halt geguckt. So im Schnitt bin ich etwa bei 200 Millisekunden für eine Anfrage, bis die beantwortet wird. Ja, also für generell eine so. Kommt ja darauf an, wie gut die Detaildichte ist. Also wenn ich Adressen habe, geht das halt sehr schnell. Aber wenn ich halt noch viele Verschneidungsoperationen mit einbeziehen muss, dann dauert das halt schon mal ein bisschen länger. Aber ja, Numinatim ist so im Schnitt bei 80 Millisekunden. Ja. Eine Frage noch, weil ich nicht genau weiß, ob du es im Vortrag gezeigt hast. Wie sieht es mit Hausnummernunterstützung aus? Ja. Wird unterstützt? Ja. Eine andere Frage dann noch, hast du das mal für Amerika zum Beispiel getestet oder andere Länder? Weil also da wird es ja interessant, weil zum Beispiel eine andere Reihenfolge oder Abkürzung oder was auch immer dabei ist. Ja, nee, also ich habe diesen Geocode halt erstmal nur für Deutschland entwickelt. Wäre natürlich denkbar, dass man das dann noch erweitert. So. Irgendwelche sonstigen Fragen noch? Also 200 Millisekunden ist ja jetzt schon nicht so ganz wenig. Hast du denn mal versucht, wie viele Anfragen du an den Server so parallel stellen kannst und oder beziehungsweise wie viel du pro Minute durchkriegst, bevor er in die Knie geht? Also habt ihr mal einen Benchmark versucht davon? Nein, also ich wollte das halt dann letztlich testen, indem ich halt Deutschland importiere und das mit Numinatim zu vergleichen. Aber da halt der Import auch so lange gedauert hat und habe ich das dann gelassen. Und für meine Bachelorarbeit habe ich halt nur mit Niedersachsen gearbeitet. Und, ja. Gut, dann nochmal vielen Dank, Marcel.